Hallo Leute, hier bin ich wieder. Und zwar geht es heute um die Seagate-Festplatte 2,5 Zoll extern mit 2 Terabyte. USB 3.0, falls ihr es noch wissen wollt. Es wird einfach mal ein Unboxing-Video und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie das Schmuckstück aussieht. Ich habe sie gerade bekommen. Frisch vom Eiermann. Nein, Scherz, kommt was gut. So, ich packe es mal aus. Ah, mit einer Hand ist es immer ein bisschen schwieriger. So. Zieh, zieh, zieh. Da ist er. So sieht das gute Stück aus. Also, warum habe ich mich für diese Festplatte entschieden? Und zwar, ich sag mal so, Seagate als Festplattenhersteller hat mich noch nie enttäuscht. Ich hatte noch nie eine defekte Seagate-Festplatte. Auch ja, ich glaube, die arbeiten mit Samsung jetzt zusammen. Ich will mich jetzt aber nicht drauf festlegen. Oder die stellen für Samsung die Festplatten her. Ich weiß es nicht. Irgendwas habe ich mal gehört. Spielt aber keine Rolle. Ich hatte auch Samsung-Festplatten. Die waren auch sehr super. Habe ich bis heute noch. Eine SSD habe ich sogar noch. So, auf jeden Fall, es geht nicht um Samsung. Es geht hier um die Seagate. Ich möchte euch die mal zeigen und euch auch erzählen, warum ich mich für diese Festplatte entschieden habe. So, und zwar. So sieht die aus, das Schmuckstück. Ich habe viel geguckt. Ich wollte erst die von Western Digital nehmen. Digital. Habe sie aber dann doch wieder abbestellt, als ich gesehen habe, dass die 21 mm dick war. Und habe nun die Seagate gefunden mit diesem absolut geil, mit dieser geilen Oberfläche hier. Überhaupt nicht empfindlich. Ah, ich packe sie mal aus, wenn ich das noch hinkriege. Und diese Seagate-Festplatte hat nur eine Bauhöhe von angeblichen 16 mm. So sieht das gute Stück aus. Ganz einfach gehandhabt. Nichts Besonderes. Hätten sie noch ein bisschen kleine Gummifüßchen oder so machen können, dass sie nicht mehr rutscht, aber das kann man ja selber noch nachträglich machen. So, zum Sichern der Daten denke ich mal, ist das eine absolut feine Sache. 2 Terabyte, das ist schon ein Knaller, das ist schon eine Ansage. Und ja, so sieht das gute Stück aus. Da ist nicht viel bei, da ist nicht so ein Kabel hier bei. USB 3.0 Kabel. Kennt ihr ja wahrscheinlich. So sieht das gute Stück aus. Und tja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mich einfach an. Ich werde es jetzt erstmal testen. Und vergesst nicht, Daumen hoch und liken. Bis dahin, ciao.